Das Szenario. Heizöl läuft aus. Ein LKW-Anhänger ist bei einem Zusammenstoß auf der B101 beschädigt worden. Und das ausgerechnet in unmittelbarer Nähe zum Haselbach, der in die Talsperre Seidenbach fließt. Das könnte weitreichende Folgen haben. Im schlimmsten Fall müsste man, wenn Betriebsstoffe in die Talsperre gelangt sind, die Talsperre außer Betrieb nehmen. Und da hängt die Wasserversorgung von der Stadt Chemnitz dran. Und das ist also ein Szenario, was man vermeiden sollte, dringend vermeiden sollte. Und wie man das vermeidet, das wissen Sie, die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren und des Katastrophenschutzes. Jetzt ging gerade die Sirene, genau. Die Leitstelle hat also den Notruf empfangen, wie der Fahrer dann den absetzen würde, realistisch. Und in Folge kommen jetzt die ersten Ortskräfte der örtlichen Feuerwehren hier zum Einsatz und stellen fest, dass ihre eigenen Mittel ja nicht ausreichen und fordern dann die Spezialkräfte nach. Die Feuerwehrleute wurden von der Übung tatsächlich überrascht. Doch sie wissen, was zu tun ist. Die Ortsfeuerwehren konnten zum Glück schon erstmal die Gullideckel abdichten und Ölbindemittel ausbringen, damit eine weitere Ausbreitung verhindert wird. Und der Gefahrgutzug kümmert sich jetzt wirklich um das Abdichten der Löcher an den Objekten. Doch was tun mit der Flüssigkeit, die derweil ausläuft? Die Einsatzkräfte haben sich dafür entschieden, sie wieder in den beschädigten Tank zurückzupumpen, statt nur einen Behälter drunter zu stellen. Wir brauchen dazu relativ große Materialmengen, um jetzt 5.000, 6.000 Liter aufzufangen. Das könnte man machen, hat im Prinzip dann aber den gesamten Schadstoff im Freien stehen. Und der Transportbehälter vom Fahrzeug ist immer noch geeignet, dort die bestimmte Menge aufzufangen, sodass es also die einfache Variante ist. Um das zweite Problem, den verschmutzten Bach, kümmern sich unterdessen schon andere Kameraden. Sie legen eine Ölsperre. Die Talsperre ist nicht verschmutzt worden. Also wir haben das im Griff gehabt mit den örtlichen Kräften. Wir werden das auswerten und dann Optimierungsbedarf noch feststellen. Ansonsten bin ich zufrieden. Das sind auch die Teilnehmer der Katastrophenschutzübung. Ja, ne, die Meldenkette hat funktioniert. Sind alle Kräfte, die laut Alarm- und Ausrückerordnung anzufahren haben, sind eingetroffen. Ich würde sagen, mit den Mitteln, die wir als Fahrer Warnsdorf besessen haben, haben wir das Beste daraus gemacht. So eine Übung ist wichtig, weil der Verkehr auf der B101 ständig zunimmt. Und durch die ständigen Umleitungen hier ist viel Gefährdungspotenzial auf dieser Straße. Und zu Einsatz können uns jederzeit ereilen. Deshalb haben die rund 100 Einsatzkräfte die Abläufe geprobt, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt und jeder von ihnen als Teil der Rettungsmaschinerie wie ein Zahnrad ins andere greift.